Hallihallo, ich grüße euch alle zu einem neuen Video und wünsche euch natürlich auch einen schönen dritten Advent. Ich habe mir in den letzten Tagen beim Winterangeln eine gute Erkältung eingefangen, aber frische Luft tut gut und dann ist es auch bald wieder vorbei. Wir gehen nochmal zurück an den herbstlichen Fluss. Wir konnten da bisher schon ein paar verrückte, spannende Tage erleben. Wer den ersten Teil dieser Videoreihe noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch hier oben mal, solltet ihr euch vorher unbedingt anschauen. Ja, ich musste die schmerzliche Erfahrung machen, einen der doch seltenen Spiegelkarpfen auf dieser Flussstrecke kurz vor dem Kescher zu verlieren. Aber dann ist es richtig gut angelaufen. Das Wetter spielt verrückt, Regen wechselt sich ab mit Sonnenschein und ich bin wirklich gespannt, wie lange wir noch in der Außenkurve sitzen bleiben können und vor allen Dingen, wie es weitergeht. Kommt mit an den Fluss. Abenteuer Karpfenangeln, auf geht's! Hier, komm, Fisch! Guten Morgen! Ja, das kommt jetzt hier richtig ins Laufen. Und der Wasserstand sieht auch noch gut aus. Hat vorhin mal kurz noch mal stark geregnet nach dem Schuppi von mir. Jetzt im Morgengrauen läuft die nächste Rute ab. Kämpfen wie Hölle gefunden. Jetzt sind wir da runter. Was ist mit deiner Schlappe? Ja.
Es ist unglaublich, was die Fische für einen Dampf haben. Unglaublich. Die stehen dann vorne an dieser Kante hier. Seht ihr das? Das ist verrückt. Im Baggersee hat man jeden Fisch gleich im Kescher. Und hier am Fluss toben wie wild. Der alte englische Stil. Mit dem Fuß den Kescher hochgedrückt. Das kann auch nicht jeder. Das kann auch nicht jeder. Petri Heil. So kann doch ein Tag starten. Ich bin mal gespannt. Wir haben noch mal einen Wetterbericht geguckt. Der Regen wird auf jeden Fall jetzt unser Begleiter bleiben. Ja, dunkle Wolken über uns. Es wird auf jeden Fall noch einiges an Regen kommen. Aber unsere Außenkurve ist noch angelbar. Und das Futter zeigt jetzt langsam richtig seine Wirkung. Also es kommt jetzt gut ins Laufen. Und wir haben beschlossen, wir haben natürlich Plan B gemacht. Wir werden erstmal noch bleiben. Fisch ist jetzt gut am Platz. Die Partikel wirken. Aber jetzt ist natürlich auch wichtig, den Fischen hier ein Leckerbissen da unten zu bieten. Und vor allen Dingen, um große Fische zu halten, wieder jetzt gut Boilies nachfüttern. Haben erst überlegt, ob wir nur bei den Partikeln bleiben, weil halt die gelben Poppys eingeschlagen sind wie eine Bombe auf dem Partikelfutterplatz. Partikel fressen sie alle gerne und sind erstmal mega attraktiv als Lockfutter. Aber wenn wir es jetzt nur bei den Partikeln belassen würden, würden vielleicht auch die Weißfischaktion jetzt zunehmen. Fisch ist da, der Platz ist aktiviert und jetzt müssen noch Boilies oben drauf. Protex regelt das schon. So, und jetzt heißt es natürlich Futter bei die Fische. Wir haben gestern mit dem Füttern von Boilies uns ein bisschen zurückgehalten, weil ja nicht viel passiert ist. Uns mehr auf die Partikel konzentriert. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn die Karpfen jetzt hier einlaufen, was es ja aktuell den Anschein hat, die Fische sind jetzt hier gut am Start, wahrscheinlich durch die Lockwirkung von unserem, ich habe hier schon mal einen Eimer vorbereitet, von unserem Partikelmix, ja, das zieht natürlich ganz schnell Fische. Ja, den dicken Fisch müssen wir jetzt ein paar Leckerbissen bieten, dass sie auch eine Zeit lang sich am Platz aufhalten. Protex wird's regeln. Futter bei die Fische. Wir bleiben noch hier, bis der Fluss ansteigt. Noch können wir angeln. Und jetzt gilt's. Jetzt sind die Fische am Start. Braucht er wirklich nicht geizig sein. Die Weißfische, die werden hier so schnell weggeballert im Fluss und auch natürlich verteilt im Untergrund. Kommt gerade wieder ein großes Schiff hoch. Der zieht natürlich auch gut Futter weg. Aber meiner Meinung nach sind sie ganz wichtig
um die Plätze hier schnell zu aktivieren, ja, um erstmal schnell Fische an Platz zu bekommen. So. Der Bolli ist hinterher. Martin hat gerade einen Fisch abgekeschert. Bin ich einmal 5 Minuten mit Finny am Gassi gehen und schon klappert es am Platz. Hast du was gekriegt? Ja, ja. Ja, sauber. Cool. Was für ein Köder? Bodenköder, Protex am Derik. Schön abgelaufen. Sauber, da hat sich das Füttern ja ausgezahlt heute früh noch mal am Morgengrauen. Dann kommen die Beule jetzt auch ins Laufen. Mit den Partikelködern die Fische an den Platz gelockt. Und jetzt schmackhafte Nahrung geboten, wo sie richtig satt werden von. So muss es sein, das lieben die Karpfen, die Flusskarpfen. Alter Vater, das ist eine Schönheit. Schaut euch mal den Bauch an. So ein weiß-gold schimmernder Wampen. Petri, der vierte Fisch. Petri. Ja, der Regen ist wieder zurückgekehrt. Wir haben uns in die Bullis verkrochen. Heute ist auch richtig gut Alarm auf dem Wasser mit den großen Pötten. Die Funke eskaliert. Aber die Schiffe verteilen natürlich unser Futter schön. Wir hoffen wirklich, bis jetzt ist alles noch angelbar. Die Strömung hat zwar etwas zugenommen, das Wasser ist etwas gestiegen der Donau, aber wir hoffen, dass wir noch ein bisschen bleiben können. Es wäre echt schade jetzt, wo es anläuft, hier am Fluss, die Segel abbauen zu müssen. Wir grüßen euch bei uns am Basislager, direkt vor den Bullis hier auf dem Donaudamm und genießen gerade auch etwas die Sonne. Den ganzen Tag hat es wieder durchgeregnet. Das Wetter ändert sich und ich glaube, wir werden morgen auch Plan B machen müssen. Der Fluss steigt jetzt doch relativ schnell an, schnell in Anführungszeichen, aber es kommt viel Dreck runter. Ich glaube, der Regen hat jetzt einiges bewirkt und hier in der Außenkurve können wir da nicht länger sitzen bleiben, obwohl es jetzt wirklich hier richtig gut ins Laufen gekommen ist. Ja. Wir wollen euch unser Erfolgsrig nochmal schnell vorstellen. Wir haben einmal ein Derik eingesetzt, ein Monovorfach mit den Bodenködern, kam auch ein Fisch drauf. Aber das absolute Erfolgsrig war ja das System mit dem kleinen Neon Poppy obendrauf. Hat echt gute Fische gebracht auf dem Partikelfutterteppich. Ja, und damit ihr euch einfach und schnell nachbauen könnt, zeigen wir euch das in ganz einfachen Schritten. Alles, was ihr braucht, wie es geht. Kein großes Hexenwerk, obwohl es sehr speziell aussieht, dieses System. Und dann alle Routen nochmal scharf machen. Alles mal schon soweit zusammenraffen. Heute Abend wird wahrscheinlich nochmal Regen kommen. Und morgen früh geht es dann weiter mit dem Abenteuer Flussangeln. So. Was kommt zum Einsatz? Ich nutze hier die sogenannten Ronny Spinner Rigs. Die kriegt ihr fertig in der Zusammenstellung, in der Größe 4 beim Angeln am Fluss. Dann nehmt ihr euch so einen Haken hier raus. Habt ihr das gehört? Wieder ein Fisch gesprungen. Hier unten befindet sich ein Wirbel, der sich komplett dreht. Deswegen nennt man das System auch 360 Grad Rig. Der Haken kann sich komplett einmal frei drehen. Und am Hakenschenkel hier läuft ein ganz, ganz kleiner
Wirbel. Jetzt benutze ich ein Fluorcarbon-Vorfach in der Stärke 25 Lips. Das hat einen Durchmesser von 0,53 mm. Ziehe mir da mal, was sage ich mal, 25 cm runter. Um mein Fluorcarbon hier an diesem Ring zu befestigen, nutze ich Quetschhülsen. Ideal sind die in der Stärke 0,6 mm. Nehmt euch eine raus, kein großes Hexenwerk. Zack. Und schiebt das Ende eurer Fluorcarbon-Schnur durch die Hülse. Geht dann mit der Fluorcarbon-Schnur durch den Ring hier. Zack. So sieht es jetzt aus. Geht jetzt mit dem Endstück hier durch die noch nicht besetzte, durch die leere Hülse auf dem rückwärtigen Wege. Passt euch das schön an, könnt ihr schön weit hochschieben, dass eine Schlaufe entsteht. Jetzt nehmt ihr eure Quetschhülsenzange, die hat hier vorne eine Skalierung, S und M. S bedeutet S-Hülsen, M bedeutet M-Hülsen, Small, Medium. Und lege jetzt meine Quetschhülse mit der durchgeschobenen Fluorcarbon-Schnur in den Bereich S ein. Achtet darauf, dass es schön in die Kerben reinrutscht. Nochmal schön anstraffen das Ganze. Und jetzt einmal kräftig drücken. Zack. Und schon habt ihr eine optimale Verbindung. So, das überstehende Ende könnt ihr jetzt abschneiden. Und schon ist euer 360 Grad Haken am Fluorcarbon befestigt. So, jetzt gehen wir ans Ende. Als erstes schieben wir uns jetzt so ein Stück Tube drauf. Später für die Verbindung von dem Konnektoren zu eurer Hauptmontage hin, was ihr einfach einhängen könnt. Nehmt euch jetzt wieder eine Quetschhülse. Schiebt das Ende eures Vorfachs hindurch einmal wieder zurück. Die Leute, die auf Hechtangeln kennen das System, so baut man auch Stahlvorfächer. So, jetzt passt ihr euch die Länge des Vorfachs an. Ich fische dieses Vorfach gerne in der Länge so zwischen 15 und 20 cm. Im Fluss nehme ich es gerne ein bisschen länger, weil halt auch viel Wasserbewegung da ist. Das ganze System vielleicht auch mal rutscht, wenn ein Boot vorbeikommt oder Wassersog entsteht. Passt mir das jetzt an in der gewünschten Länge. Ziehe mir oben meine Schlaufe, gehe jetzt wieder hier rein im Bereich S bei meiner Krimpzange. Schön mittig reinlegen, zudrücken. Schlaufe ist jetzt perfekt gekrimmt. Jetzt zwickt ihr euch den relativ großen überstehenden Bereich ab. Dieser abstehende Bereich, den lasse ich stehen, der verschwindet jetzt im Tube. Könnt ihr jetzt ganz einfach hier drüber schieben. Über die Quetschhülse drüber. Hier wird jetzt euer Konnektor hin zur Hauptmontage einfach eingeklinkt. Jetzt ist im Großen und Ganzen euer 360 Grad, euer Ronny-Rig, wie man es auch nennen will, in Karpfenanglerkreisen für die perfekte Präsentation des kleinen, aggressiven, gelben Poppys fertig. Wenn wir jetzt den Poppy montieren, wird das ganze System auftreiben. Deswegen kommt hier im unteren Bereich genau über diese Hülse noch etwas Blei zum Einsatz. Ich nutze hier sehr gern dieses Knetblei. Gibt es auch andere Möglichkeiten, aber durch das Knetblei kann ich sehr schön den Auftrieb bestimmen, also dass er gerade so am Boden gehalten wird. Ich nehme jetzt dieses Knetblei und knete es einfach hier unten über diese Schlaufe.
richtig schön drauf kneten. Kann auch leicht den unteren Ring noch mit benetzen. Wichtig ist nur, dass der obere Bereich schön frei bleibt und dadurch auch schön drehbar ist. So, jetzt seid ihr schon ready to fish, einsatzbereit. Hier an diesem kleinen Wirbel wird jetzt euer Pop-up befestigt. Der läuft dann frei auf dem Hakenschenkel, steht im Wasser über dem Haken und bildet eine ganz aggressive Darstellungsform, Präsentation, wenn der Fisch diesen Köder ansaugt. Viele Karpfenangler arbeiten jetzt mit einem sogenannten Baitfloss. Das ist eine dünne Schnur, die ihr jetzt benutzt, um euren Pop-up hier an dem kleinen Wirbel zu befestigen. Ich mache es immer anders. Ich nehme einfach eine ganz normale geflochtene, weil ich nach einem Biss, falls mal was ist, ihr habt es ja auch gestern gesehen mit den Krebsen, die den Pop-up ganz schön zernagelt haben, einfach wieder schnell wechseln kann und nicht immer diesen Baitfloss montieren muss. Kann aber jeder machen, wie er möchte. Ihr nehmt euch jetzt euren Poppy hier raus. Ich nutze hier einen 16 mm Pop-up. Gehe mit meiner Ködernadel durch. Ziehe den Pop-up auf das Stück geflochten Schnur. Hier fliegt die halbe Kiste jetzt weg. Der Sturm kommt zurück. Im oberen Bereich sichere ich den Poppy jetzt mit einem Stopper. Hier nutze ich ganz normale Stopper, ja, die sich oben am Boily dann festziehen. Zack. Und gehe jetzt mit dem unteren Ende der geflochtenen Schnur durch diesen Wirbel. Müsst jetzt nur schauen, dass es schön durchkriegt. Der ist sehr klein gehalten, aber das ist auch gut so, weil der soll ja schön unauffällig auch später sein. Wichtig ist nur, dass er schön auf dem Haken höher rutscht. So, gehe mit der einen Seite der geflochtenen durch und knote jetzt meinen aufgefädelten Pop-up an und ziehe den aber dabei auch gleich richtig schön rein. Ich straffe den Knoten richtig schön, zack. Mache drei normale Knotenwicklungen jetzt, dann hält es perfekt. Und ich bin danach ganz schnell und ganz flexibel, wenn mal ein neuer Pop-up montiert werden muss. Die überstehenden Enden werden abgeschnitten. Ich drücke jetzt den Poppy noch ein bisschen auf den kleinen Wirbel hier drauf. Zack. Ja, und so sieht es jetzt aus. Unser aktuelles Erfolgssystem hier am Fluss hat drei Fische bisher gebracht. Einer auf Bodenköder ganz normal und drei Fische auf dieses 360 Grad Rig mit einem kleinen, sehr auffälligen Pop-up kurz über Grund präsentiert. Ein großer Vorteil von diesem System ist natürlich auch, wenn ihr jetzt starke Schifffahrt habt, Sog- und Wellenschlag, dass das am Gewässergrund, wir angeln relativ leichte Bleie mit 140 Gramm aktuell, weil wir sehr ufernah angeln, aber wenn das ganze System dann doch mal Druck bekommt und etwas am Grund wandert, hüpft der natürlich so mit. Und es ist ganz, ganz selten, dass ihr irgendwo euren Haken euch reinhaut, einen stumpfen Haken dadurch bekommt. Der hüpft immer schön mit, pendelt ganz leicht über dem Gewässerboden und weckt so vielleicht auch am schnellsten das Interesse der Flusskarpfen. Aktuell ist es auf jeden Fall der Fall. So, das System wird jetzt an unserer Route montiert, kommt raus, direkt in die abfallende Kante der Steinpackung. Mais und Boilies hinterher und dann drückt ihr uns bitte die Daumen, dass wir in unserer wahrscheinlich letzten Nacht jetzt hier am Fluss an der wunderschönen Donau noch einen starken Fisch ans Band bekommen. Vier haben wir schon auf der Habenseite. Hätte schlechter laufen können. Wir sind mega happy. Aber abgerechnet wird immer zum Schluss. Auf geht's. We'll be right back.
Ja, drückt uns die Daumen. Der letzte Abend erwartet uns mit einem mega Sonnenuntergang hier am großen Fluss in Bayern an der wunderschönen Donau. Vielleicht bekommen wir noch mal eine Chance. Im Moment sieht es so ein bisschen aus wie die Ruhe vor dem Sturm. Aber der Schein trügt. Die Schleusen gehen abends oben zu, wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Schifffahrt. Wasser ist circa, schwer zu sagen jetzt, 20 cm gekommen. Viel Dreck ist gekommen. Im Moment haben wir ein bisschen Ruhe. Jetzt haben wir die Routen alle nochmal neu gesetzt. Nochmal nachgefüttert. Vielleicht kriegen wir heute Nacht nochmal eine Chance auf einen König des Flusses hier. Und vielleicht haben wir sogar nochmal eine Chance auf einen Spiegler. Den haben wir in der ersten Nacht versemmelt. Da kam er direkt. Aber das gehört dazu. Das ist Angeln. Man kann nicht immer gewinnen. Man muss auch mal so ein bisschen abkriegen, damit man wieder die ganzen Sachen wirklich zu schätzen weiß. Und wir sind mega happy bisher mit dem Ergebnis, ohne das Ganze vorzubereiten. Direkt 4 Fische abgeholt zu haben, 5 Karpfenaktionen. Ich hatte einen Fisch dabei, über 1 Meter, so in der Gewichtsklasse, zwischen 18 und 20 Kilo, dieser lange Schuppi. Das war schon ein verrückter Drill. Aber auch alle anderen Fische, auch die kleineren Karpfen hier im Fluss, die haben uns so Paroli geboten, hier unten an dieser Kante. Wahnsinn. Also wirklich absoluter Wahnsinn, was die eine Power haben. Aber klar, in so einem Naturfluss kennen sie es nicht anders. Wechselnde Wasserstände, zunehmende Strömung. Das ist was anderes als in einem See. Obwohl beide fischereilichen Aspekte, egal ob im See oder im Fluss, hat beides was für sich. Aber jetzt dieses Abenteuer hier auf unbekannte Fische an so einem riesigen Megagewässer hat Spaß gemacht. Macht noch Spaß. Morgen früh geht es hier weiter. Wir haben Plan B. Aber das erfahrt ihr morgen früh. Und wir werden uns hoffentlich vorher noch, Martin ballert noch ein bisschen Futter rein, wir werden uns hoffentlich vorher noch mit einem starken Fisch hier von der Donau sehen. Bis später. Mal mit dem Kescher davon. Ein Spiegler! Der Spiegler kommt wieder! Unglaublich! Den Fisch, den wir fast umbeutelt haben, er kommt wieder! Ein Spiegler am Fluss. Das klappt uns niemand. Das glaubt uns keiner. Und meine Zeile auf dem Rücken. Ihr seht ihn auf jeden Fall. Uiuiui, jetzt geht das wieder los. Aber ich glaube, die Spiegler sind nicht so verrückt wie die Schuppis hier. Ein Spiegler hier in der Donau. Komm. Nicht nochmal das Desaster vom ersten Abend. Wenn der jetzt ins Netz geht, haben wir alles gut gemacht hier am Fluss. Komm rein. Jawohl. Der ominöse Spiegler. Was ein Wahnsinnsfisch. Wir sehen ihn gleich. Schaut euch mal das hier an. Ich schlag mich kaputt, wenn der Haken jetzt schon wieder raus ist. Ne, der hängt. Safe. Erstmal ein bisschen Wasser über den Fisch. Ja, perfekt gehakt. Also sowas gibt's nicht. Das ist ja wirklich jetzt, wie nennt man das? Karma vielleicht. In der ersten Nacht. Spiegler verloren und jetzt haben wir einen gefangen.
eine kugelrunde Donauperle. Wahnsinn. Wahnsinn! Schaut euch mal dieses Schuppenbild hier an. Absoluter Abschlussfisch. Martin holt sich auch noch einen Dicken. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Das Wasser wird immer stärker. Die Ruten fiepsen ohne Ende. Schaut mal, wie schön der seinen Paddel hinten stellt. Alter Vater, was für Schätze hier in diesem großen Fluss. Mega. Petri Dank, sag ich mal, euch allen, die da mitgefiebert haben. Toll. Unbekannte Schätze hier von der Donau. Deswegen sind wir hierher gekommen. Mega. Marien. Wieder die obere Rute. Krass. Hier haben wir da oben, dass ich den noch ein bisschen besser aufverzieren kann. Das ist ja der Oberfläche das Ding. Ja. Krass. Das ist der Teufel, was das ist. Ja, ein ganz kleiner. Das ist riesig. Ja. Machst du wieder am Kescher schon, bitte? Ja, bitte. Das ist ein riesen Fisch, den du hier hast. Ey, Wahnsinn. Petri. Hätten wir uns ja gar nicht wieder hinlegen brauchen. Geht die Eisenbahn los. Ja. Das Kraut rein. Wie
eine Wand da draußen. Eine Wand mit ganz, ganz langer Schnur. Jetzt ist richtig die Strömung da draußen. Oh, das ist ein Waller. Das ist jetzt eine gute Frage. Sieht ganz schwer in der Rute, der Fisch. Ganz, ganz schwer. Irgendwas ist da ganz spannend. Badeschlappen in die Steinpackung. Das fühlt sich nur so, an, keine Ahnung. Die Punkte. Petri. Ja, ich habe eine Zeit lang gedacht, häng irgendwo, der war so schwer im Wasser gestanden, kam richtig von der Oberfläche oben rein. Schöner runder Schuppi. Schneemann am Derig. Das ist das zweite System, was wir hier sehr gerne am Fluss einsetzen. Besonders wenn wir die Ruten werfen müssen, präsentiert sich immer schön verwicklungsfrei. Ja, und hier ist ein kugelrunder, starker Flussschuppi. Megafisch. In unserer letzten Nacht hier am Fluss werden wir noch mal richtig schön und auch schwer verwöhnt. Schaut euch mal diesen Büffel an. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und solche Fische stehen natürlich auf Kugeln. Partikelteppich lockt sie an und wenn dann Partikelmurmeln nach unten liegen und die Fische was davon haben, dann wird hier der Platz geräumt. Oh, Wahnsinn. Oh, was eine Rakete. Mega. Alter Vater, die letzte Nacht hier hat es echt in sich am Fluss. Wirklich brutal, was hier abgeht.
in unserer letzten Nacht, eigentlich jetzt schon im Morgengrauen, kann man sagen, der vierte Fisch. Man merkt jetzt ganz deutlich, wie das Futter hier am Fluss arbeitet, wie es funktioniert, ja. Dass immer mehr Aktion kommt, die Fische richtig draufstehen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Kämpfen die Hölle. Kämpfen wie Hölle die Fische. Kämpfen wie Hölle die Fische. Wirklich verrückt. Flusskarpfen hier gehen ab wie Sau. Oh. Ausgeschlitzt. Kurz vom Ufer. Ah ja. Gehört dazu. Schade. Hast du so schön deine Liegeposition hier in der Steinpackung eingenommen? Ja, das stimmt. Das ist schon recht bequem. Ja. Schade. Vierte Aktion. Lost in Keschernähe. Naja. Kriegst trotzdem ein halbes Petri. Ja. Petri, Dank. Silent Night. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich hätte noch ein bisschen liegen bleiben können. Was mit Finny? Hey, lebst du noch? Bist du noch müde? Und über mir hängen sie. Die Glückssocken sind am Trocknen, haben ja auch einen guten Dienst geleistet. Bis zum letzten Fisch, heute im Morgengrauen, den der Martin leider direkt vorm Kescher verloren hat. Das ist dann hart, aber wir können zurückblicken auf 7 wunderschöne Flusskarpfen, die wir hier in der Donau fangen durften. Und da muss man auch immer mal dran denken, dass man mal einen Fisch verliert. Das gehört beim Angeln dazu. Und das macht die Story auch irgendwie rund. Denn ich habe den ersten Fisch hier bei dieser Tour verloren und der Martin den letzten. Ja, wie geht's weiter? Wir raffen jetzt unsere Sachen zusammen. Ich glaube, es wäre doch noch angelbar. Also vom Wasser her, der Dreck hat sich wieder ein bisschen eingependelt. Strömung ist stärker geworden, Wasser ist auch ein bisschen weiter angestiegen. Wetterprognosen sehen auch nicht so wirklich gut aus. Aber wir hatten ja noch einen Plan B. Und da haben wir uns gestern Abend nochmal unterhalten, obwohl man jetzt wirklich merkt, dass das Futter Wirkung zeigt, dass die Fische jetzt hier am Platz angekommen sind. Die meisten Aktionen kamen in der dunklen Phase. Das ist aber eigentlich typisch, das ist bei mir zu Hause an den Flüssen genauso. Aber es wurde immer mehr jetzt. Und wenn man jetzt an diesem Platz hier dran bleibt, immer wieder Partikel und Boilies bringt, wird man noch die nächsten Tage hier eine tolle Karpfenfischerei erleben können. Aber wir wollen weiterziehen, wir wollen an den nächsten Fluss ran, haben jetzt noch ein viel kleineres Zeitfenster, haben da auch nichts vorbereitet, nichts vorgefüttert. Aber die Spannung liegt in der Luft, jetzt mal wieder was Neues zu sehen. Viele Karpfenangler können ja 1, 2, manche sogar 3 Wochen am Stück an irgendeinem Gewässer sitzen und angeln. Aber wir sind eher so die Vagabunden, die dann gerne mal weiterziehen. Und ich bin wirklich gespannt, was uns und auch euch dort erwartet. Das seht ihr dann vielleicht schon im nächsten Video, am nächsten Sonntag. Mal gucken, wie es läuft. Auf jeden Fall vielen Dank euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die Session mit uns am Fluss.
wenn ihr irgendwo einen Fluss vor der Haustür habt. Haustür ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich bin auch ein ganzes Stück hierher gefahren, um in diesem Revier angeln zu können. Aber probiert's mal. Unsere heimischen Flüsse hier beherbergen wirklich tolle Fische, unbekannte Fische, spannende Abenteuer für uns Angler. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute für euch und natürlich dicke Fische. Euer Stefan. Ciao, ciao.